Vor 13 Jahren kam Ivan Prado aus Peru nach Rostock. Inzwischen hat er den deutschen Pass, eine Frau, eine kleine Tochter. Im Juni kommt noch etwas hinzu, der erste Preis beim weltweiten Wettbewerb der Karikaturisten. Ivan Prado fliegt nach Porto in Portugal, um sich beim 15. Cartoon World Festival den ersten Preis abzuholen. Nicht umsonst trägt Porto auch den inoffiziellen Titel Hauptstadt der Karikaturisten. Es ist ein Treffen von verschiedenen Richtungen, nicht nur Karikaturisten und Cartoonisten, die weltweit Präsenz haben, sondern auch Leute auf die Presse, die Interessen haben von der Karikatur und als Medium, nicht nur ein Lachen zu bringen, sondern auch eine Reflexion, eine bedenkliches. Der Diplombiologe Prado entdeckte nach dem Studium seine Leidenschaft und arbeitete in verschiedenen Zeitungen in Peru. Bis 1998 arbeitete er bei der großen Zeitung seiner Heimatstadt. Arequipa al Día erscheint täglich und in Südamerika sind Karikaturen das wichtigste Mittel der Presse, um politische Standpunkte darzustellen und dabei die Leser zu unterhalten. Nicht selten führen die Karikaturisten verschiedener Zeitungen und verschiedener politischer Richtungen mit ihren Bildern einen regelrechten Krieg gegeneinander, der für die Leser sehr unterhaltsam ist und gleichzeitig die Auflage steigert. Ivan Prado nutzte seinen Stift, um die restriktive Politik der Regierung zu kritisieren. Seine Popularität brachte ihn jedoch in Bedrängnis. Als er im Jahre 2000 sein Heimatland verließ, war dort noch Alberto Fujimori an der Macht. Eine ungemütliche Zeit für politische Karikaturisten. Die Presse war gekauft, kritische Journalisten bekamen Drohungen und auch Ivan Prado wurde von Freunden empfohlen, nicht alleine auf die Straße zu gehen. Das war ganz schwierig, eine Entscheidung so aufzuhören, weil die politische Lage in dieser Zeit war sehr, sehr, sehr sehr spannend und sehr, sehr gefährlich auch, besonders Leute, die gegen die Regierung waren gewesen. Und eine von denen waren die Kollegen, die bei mir gearbeitet haben. Ne? Die Position in der Zeitung war richtig isoliert, weil wir haben nicht für die Regierung gearbeitet. Und das war ökonomisch, finanziell war auch sehr belastet. Als er eines Tages aber doch unvorsichtig war, hielt prompt ein Taxi neben ihm. Für 3 Tage verschwand er in den Kellern des Militärs. Sein Glück war, dass ihn ein Polizist sah, den er aus einem Fitnessstudio kannte. Dieser nahm Kontakt zu den Kollegen der Zeitung auf. Die Anwälte seiner Zeitung holten ihn schließlich raus. Später stand er mit seinem Pass am Flughafen und wusste nicht, ob er wieder im Gefängnis landen oder wie erhofft seinen Bruder in Rostock wiedersehen würde. Ivan Prado widmet sich heute dem Charakterdesign. Er entwirft Figuren und Charaktere, die in Videospielen und Filmen agieren und verschiedene Rollen spielen können. Die Zielgruppe sind Jugendliche und die Jugendlichen heutzutage reagieren sehr schnell und langweilen sie sich auch sehr schnell. Und die Charakterdesign muss sehr, sehr, sehr außergewöhnlich sein verschiedene Eigenschaften, die Kinder oder Jugendliche immer mögen, sowas zu machen. Ne? Und das ist auch ein bisschen psychologische Arbeit. Ne? Weil es ist nicht nur Zeichnung, es ist auch so sitzen und gucken und recherchieren, nicht nur in der Branche passiert, sondern in der Umgebung passiert mit den Jugendlichen. Da muss man schnell sein, aber auch geduldig beobachten können, was das Charakteristische ist an einem Gesicht, an einem Menschen. Ein Karikaturporträt soll den Menschen ehren, nicht erniedrigen, sagt Ivan Prado. Die Politiker, manche verlieren den Humor, wenn du als Karikaturist getroffen hast. Ne? Und das ist ein großer Fehler von vielen Politikern, die keinen Humor haben. Ne? Weil in der Öffentlichkeit ist es gerade so, die Politik muss nicht so ernst sein,
sondern muss ehrlich sein und das heißt nichts, so steif zu sein. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er Künstler porträtieren kann, Musiker, Maler, Tänzer. Aber es gibt auch schwierige Motive. Die Babys sind die Feinde von den Karikaturisten, sozusagen. Weil du kannst das nicht finden, etwas das kann man rausfinden, sozusagen. Weil sie sind wirklich sind sehr, sehr, sehr schön, also sehr, sehr beruhigt, ein Kind zu sehen und in die Hand zu haben. Aber Babys sind ganz schwierig, so Karikatur zu machen, weil sie keine richtige Persönlichkeit entwickeln haben. Das Bild, mit dem Ivan Prado den ersten Preis beim World Cartoon Festival in Porto gewonnen hat, zeigt Manuel de Oliveira. Der in Deutschland unbekannte portugiesische Regisseur, Autor und Produzent ist mit 105 Jahren immer noch aktiv im Filmgeschäft. Für Ivan Prado ist es eine Ehre, dass sein Bild von nun an ständig in der Karikaturausstellung des Zeitungsmuseums von Porto zu sehen sein wird.